hat was auf der Seite, sogar die USA sind pleite. Und alle sagen, ihr müsst sparen. Da sagt der Biden, Gott bewahre. Bevor ich ernsthaft spare, du, sperr ich den ganzen Laden zu. Denn ich regiere ja zum Glück eine Bananenrepublik. Herzlich willkommen. Viele sind wieder in Karnevalslaune oder in Faschingslaune, wie man bei uns hier sagt in Süddeutschland. Als was verkleiden Sie sich dieses Jahr? Ich werde wieder als Minderheit gehen und da wird die Auswahl ja auch jedes Jahr noch größer. Närrische Zeiten haben wir auch an den Börsen. Die letzten Monate sind die Börsen ja wieder deutlich gestiegen. Viele Anleger trauen ihren Augen nicht. Viele sagen auch, das Schlimmste kommt trotzdem erst noch. Wir sind trotzdem immer noch in einem Bärenmarkt. Der Bär hat sich also gewissermaßen auch nur als Bulle verkleidet, so wie hier. Das hier können Sie übrigens auch käuflich erwerben. Der Künstler heißt Robert Dale und es kostet auch nur 349 Dollar. Probleme gibt es nach wie vor genug und eine Sache kommt jetzt noch zusätzlich obendrauf. Die Tatsache, dass die USA, die größte Wirtschaftsnation der Welt und der Dreh- und Angelpunkt ja auch des Weltfinanzsystems, dass die USA eigentlich kein Geld mehr haben. Es gibt eine Schuldenobergrenze und die haben sie wieder mal gerissen. Und damit ist jetzt eigentlich Schluss. Der Automat spuckt kein Geld mehr aus. Der Staat läuft seit fast einem Monat schon wieder auf Notbetrieb. Investitionen werden zurückgehalten. Zahlungen in die Pensionsfonds sind auch erstmal wieder gestoppt worden. Und die Uhr tickt. Und wenn es wirklich zu einem Zahlungsausfall kommt, dann wäre an den Börsen natürlich die Hölle los. Aber ich habe es neulich schon mal erwähnt. Es ist nicht so, dass das gerade großartig irgendwen interessieren würde. Wir haben es ja schon tausendmal erlebt. Also man muss dann eben das Schuldenlimit wieder anheben. Das war bis jetzt ja auch immer so. Und man muss ja auch fairerweise sagen, die USA haben das Problem ja auch nur darum, weil die so eine Schuldenobergrenze auch wirklich haben. Bei uns gibt es auch so Dinge wie Schuldenbremse oder für die EU die Maastricht-Kriterien. Aber wenn man damit heutzutage noch ankommt, da macht man sich ja eigentlich zum Gespött der Leute. In den USA ist das eine ernste Sache. Wenn die Grenze überschritten wird, dann ist auch wirklich Schluss, bis der Kongress eben beschließt, dass sie wieder angehoben wird. Und das ist auch schon zigmal passiert. Die Grafik hier ist aus der NZZ, aus dem Artikel, den ich neulich schon mal zitiert habe, wo auch das unschöne Wort gefallen ist von der finanzpolitischen Verwahrlosung. Der dramatische Anstieg der amerikanischen Verschuldung. Das ist die hellblaue Linie und die jeweiligen Obergrenzen, das ist das dunkelblaue. Sie sind eben immer wieder gerissen worden, sie sind immer wieder angehoben worden, geholfen hat es aber gar nichts. Wir sind jetzt bei Schulden von 31,4 Billionen Dollar oder 129% vom Bruttoinlandsprodukt. Und die Republikaner sagen jetzt, es reicht. Diesmal zwingen wir euch harte Sparmaßnahmen auf. Aber die Demokraten sagen, Unverschämtheit, ihr winkt diese Anhebung gefälligst durch, weil ihr riskiert sonst den kompletten Zusammenbruch. Und überhaupt, unter euren Präsidenten sind die Schulden genauso gestiegen. Was auch stimmt. Die Grafik hier ist von BBC. Die Schulden unter demokratischen Präsidenten in Blau und unter Republikanern in Rot und auch wer dann immer die Mehrheit gehabt hat im Senat und im Repräsentantenhaus. Unter Bill Clinton hat es ganz kurz mal einen Haushaltsüberschuss gegeben im 90er-Jahre-Boom und vorher George Bush Senior, der hat wirklich auch mal kurz versucht, dass er die Schulden senkt, auch durch Steuererhöhungen. Dafür ist er dann aber auch sofort wieder abgewählt worden.
Die werden ja hoffentlich auch diesmal nicht so irre sein und es ankommen lassen auf einen Zahlungsausfall. Oder, naja, sie sind schon ein bisschen irre im Moment. Das Verhältnis Demokraten-Republikaner, das ist ziemlich kaputt zurzeit. Und beide Parteien haben extreme Flügel, die stark radikalisiert sind. Aber davon mal abgesehen, es macht jetzt natürlich auch keinen Sinn, speziell bei den Republikanern, wenn sie das Ganze jedes Mal wieder hochkochen und zuspitzen und dann aber doch irgendwie wieder einknicken. Und speziell bei den extremeren neuen Republikanern eben auch. Da weiß man eben nicht, wie weit treiben die das diesmal, wenn sie nicht signifikante Zugeständnisse auch kriegen. Und immerhin, es wird ja jetzt inzwischen auch langsam mal so ein bisschen verhandelt. Kevin McCarthy, der hat Joe Biden besucht in seinem Strandhaus zu einem netten Plausch und hat da dann wahrscheinlich auch gleich noch mal ein paar Geheimdokumente platziert, die man dann bei Joe Biden findet. Aber Kevin McCarthy, das ist natürlich auch genau der, der ja auch selber erst nach 15 Wahlgängen Kongresssprecher geworden ist, wegen Widerstand in den eigenen Reihen. Eine unglaubliche Peinlichkeit auch, die ihm sein rechter Flügel in der eigenen Partei aber auch nicht erspart hat. Und wenn sich die Unterhändler jetzt wirklich mal einigen sollten, dann müssen die ja auch wieder erstmal ihre Parteien überzeugen. Jetzt kann man natürlich sagen, warum haben denn die Demokraten sich und ihrem Land das nicht erspart, dass sie wieder an die Obergrenze knallen jetzt? Man hätte ja im Vorfeld das schon irgendwie verhindern können mit Sparmaßnahmen. Aber abgesehen davon, dass man das eigentlich gar nicht mehr kann, man will das natürlich auch nicht. Und es widerspricht ja auch völlig der Agenda von den Demokraten und den vielen großartigen Zielen ja auch und den großartigen Wahlversprechen, die die haben. Und wenn es wirklich so kommen sollte, dass man jetzt gezwungen wird zu drastischen Einsparungen, dann kann man die eben jetzt wenigstens noch dem politischen Gegner anlasten. Und die Republikaner auf der anderen Seite, die haben natürlich aber einen sehr hohen Anreiz, dass sie wirklich drastische Sparmaßnahmen durchsetzen, auch wenn es wirtschaftlich wehtut, weil wenn dann eine Rezession dadurch kommen würde, dann wird Joe Biden nächstes Jahr wahrscheinlich abgewählt. Und davor haben wiederum die Demokraten natürlich Angst und können eben eigentlich auch nicht wirklich nachgeben darum. Es steht also für beide wirklich diesmal viel auf dem Spiel. Und darum kann ich mir eben auch vorstellen, dass es doch relativ hässlich wird diesmal. Und der Finanzmarkt, der hofft natürlich, dass es nicht so hässlich wird, sondern dass es einfach so durchgeht wieder mal. Aber auch das wäre natürlich fragwürdig irgendwo, weil dann geht es wirklich immer so weiter. Und machen wir uns nichts vor, die US-Verschuldung ist bedenklich. Sie hat sich seit 1990 relativ zum Bruttoinlandsprodukt mehr als verdoppelt und absolut gesehen hat sie sich in der gleichen Zeit verzehnfacht. Und es ist eben vor allem auch ein chronisches und ein strukturelles Defizit. Wir haben auch in Europa natürlich ein paar Kandidaten, wo die Verschuldung auch übel ist, das ist bekannt. Aber wie schon mal gesagt, in Europa ist wenigstens die letzten 10 Jahre auch drum gekämpft worden, dass man doch diese strukturellen Defizite auch versucht in den Griff zu kriegen. Ich erinnere da an das Video, das ich gemacht habe im Sommer, ein Vergleich Eurozone USA mit Blick auf den Umgang eben mit der Verschuldung auch und entgegen der Meinung, die viele ja hier haben, da stehen wir hier im Vergleich zu den Vereinigten Staaten noch gar nicht mal so schlecht da. Es lohnt sich also immer für den ein oder anderen Zuschauer zumindest, da hier die älteren Zukunftsmärkte-Videos auch mal durchzugehen oder aber auch eben den Kanal gleich zu abonnieren. Dabei auch auf die Glocke gehen, dann sehen Sie auch, wenn neue Videos da sind und was für Videos da sind. Und für mich ist das Ganze natürlich auch eine große Unterstützung dann. Aber wie auch immer.
Wir haben eben in den USA immer noch mehr Ausgaben, immer noch mehr Wahlgeschenke. Wenn wir jetzt nur mal den Inflation Reduction Act nehmen mit 740 Milliarden Dollar, das sind allein fast 20% von unserem Bruttoinlandsprodukt, mit denen die USA dann ja auch zum Teil schon fast so eine Art Wirtschaftskrieg führen, hauptsächlich gegen China, aber wie man bei uns jetzt langsam doch gemerkt hat, auch gegen alle anderen. Und dann plus nochmal 280 Milliarden Dollar über den Chip and Science Act für Halbleitersubventionen und für sonstige Technologie. Mal davon abgesehen, dass ja auch der Inflation Reduction Act gegen die Inflation jetzt nicht unbedingt so großartig hilft. Die Notenbank versucht gerade Liquidität aus dem System rauszuziehen und die Regierung pumpt dann Unmengen Liquidität wieder ins System rein und die Schulden steigen. Heißt aber im Umkehrschluss natürlich auch eine boomende Wirtschaft oder relativ boomende Wirtschaft, viel mehr Wachstum als bei uns. Und das freut nicht nur den Durchschnittsamerikaner, sondern natürlich auch die Börsen. Und darum gibt es eben auch fast niemand, der nicht gerne hätte, dass es nicht ganz genau so auch immer weitergeht. Wie lange kann sowas gut gehen? Bis jetzt lief super, alle haben profitiert, aber so langsam entsteht Stress, weil, wenn man auch die Schulden nie zurückzahlt, aber darauf muss man natürlich trotzdem Zinsen zahlen und die sind ja stark gestiegen. Jetzt ist es zwar nicht so, dass wenn die Marktzinsen steigen, dass dann im gleichen Tempo auch die Zinsen für die Staaten komplett gleich nach oben springen. Das ist nur bei den neuen Bonds so, die sie rausgeben und auf die vielen alten Bonds zahlen sie natürlich noch die alten Zinssätze und die durchschnittliche Laufzeit in den USA, die liegt da ungefähr bei 6 Jahren. Aber der Druck wächst trotzdem. Das ist aus der Asia Times, der Schuldendienst für ausstehende US-Anleihen, die letzten 80 Jahre. Auch der ist natürlich massiv gestiegen, aber wir sehen natürlich auch, was der jetzt nochmal für einen Satz nach oben gemacht hat. Im vierten Quartal, da haben die USA nur an Zinsen 213 Milliarden Dollar zahlen müssen, einen Rekordwert und gleich auch nochmal 30 Milliarden Dollar mehr als im Vorquartal. Und das steigt natürlich weiter. Und das Congressional Budget Office, das hat schon vor einem Jahr gesagt, wenn das so weitergeht, dann wird der US-Schuldendienst in 10 Jahren höher sein als da der komplette Verteidigungshaushalt. Und trotzdem gibt es aber keinen, der sagt, hört auf damit, außer die Republikaner, wenn sie nicht gerade selber regieren. Und am allerwenigsten sagen das natürlich die Anleger. Die USA. Es ist ein Land mit hervorragenden, innovativen, schlagkräftigen Unternehmen. Aber sie sind eben gleichzeitig auch ein Land mit einem riesigen strukturellen Haushaltsdefizit und auch Handelsbilanzdefizit. Sprich, sie leben seit Jahrzehnten über ihre Verhältnisse. Und das Geschäftsmodell der letzten Jahre, das waren natürlich auch niedrige Zinsen und Schulden, mit denen man diese strukturellen Probleme ja auch übertüncht hat. Und bei den Niedrigzinsen, das wissen wir aber inzwischen, da ist der Bogen mittlerweile natürlich überspannt. Aber niedrige Zinsen und Schulden gehen eben auch Hand in Hand. Die Verschuldung, die ist natürlich auch durch die Niedrigzinsen stark begünstigt worden. Und jetzt kommt aber Druck in das System, wie wir gesehen haben. Heißt es, dass es jetzt zwingend eine Krise geben muss oder dass das Ganze vielleicht sogar kollabiert demnächst? Davon reden viele ja schon seit vielen Jahren. Passiert ist bis jetzt aber nichts. Nur, wenn Sie sich jahrelang ernähren, ausschließlich von Schweinshaxe, Starkbier und Buttercremetorte, dann haben Sie selber vielleicht schon das Gefühl, mir ging's noch nie so gut. Aber Ihr Arzt sagt wahrscheinlich, du meine Güte, das muss aufhören. Und er kann Ihnen jetzt nicht sagen, Sie fallen exakt in einem Jahr tot um, weil das natürlich von vielen Faktoren abhängt. Er kann aber definitiv sagen zu Ihnen, das ist schlecht für Sie und das geht auch nicht so weiter.
Und es wird auch nicht so weitergehen. Irgendwann gibt es entweder wirklich mal einen größeren Knall oder aber eine längere, schmerzhafte Phase der Umstellung. Und beides wird unangenehm. Wobei mit dem Starkbier geht es ja nächste Woche erst los. Also vielleicht lassen Sie erstmal nur die Buttercremetorte weg. Aber wie auch immer. Ich halte es für unrealistisch, dass das Schuldenlimit diesmal einfach so mir nichts, dir nichts angehoben wird. Es wird sich sehr wahrscheinlich zuspitzen, der politische Konflikt. Sie sind natürlich hoffentlich so vernünftig, dass Sie es nicht auf einen Ausfall ankommen lassen. Aber was ich eben auch sehr hoffe, das ist bei dieser ganzen Schlammschlacht, die jetzt wahrscheinlich kommt, dass wir vielleicht doch mal eine ernsthaftere Debatte kriegen über die Verschuldung in den USA, auch wenn das schmerzhaft ist. Aber ich bin da nicht zu optimistisch. Uns bleibt nur eins: bleiben wir auf der Hut, bleiben wir sensibilisiert für diese systemischen Risiken, die da entstanden sind, eben inzwischen, und betrachten wir die Märkte eben einfach auch nicht immer nur aufgrund der kurzfristigen Stimmungslage, weil die ist auch nicht immer so belastbar, wie man denkt. Und darum eben jetzt auch meine Botschaft an Sie. Willst du erfolgreich investieren, dann musst du dich informieren. Unwissenheit ist hier fatal. Drum abonniere jetzt den Kanal hier, meinen Kanal natürlich, den Zukunftsmärkte-Kanal. Und dafür auch schon mal herzlichen Dank. Und Dankeschön auch wie immer fürs Zuschauen. Alles Gute Ihnen.